Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Büchermonats Februar. Der erste Teil ist ja bereits online gegangen und heute folgen die restlichen 6 Bücher. Insgesamt habe ich im Februar 12 Bücher gelesen. Davon waren 5 haptische Bücher, 2 E-Books und 5 Hörbücher. Und besonders gegen Ende, und das werdet ihr jetzt in diesem Video sehen, war ein sehr langes Hörbuch dabei, was mich wirklich gut die letzten 10 Tage wunderbarst unterhalten und begeistert hat. Im Gegenzug zu den 12 gelesenen Büchern sind auch nur 10 neue Bücher bei mir eingezogen. Die Neuzugänge habe ich euch ja bereits gezeigt und das freut mich sehr, denn diese Challenge habe ich zumindest, ja, habe ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen, habe ich dann auch geschafft. Insgesamt habe ich 4230 Seiten gelesen, was einen Durchschnitt von knapp 146 Seiten am Tag entspricht. Und wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, ja, dadurch, dass ich wirklich eine Woche auch flach lag mit Magen-Darm, wo ich eher gehört habe oder ein bisschen Serie geschaut habe und ja, wie sich das sonst so ein bisschen verteilt hat, passt das auf jeden Fall. Auch die 3,42 Sternevergabe entspricht zu dem, wie ich den Monat wahrgenommen habe. Es gab ein Highlight, einen Flop und einen Abbruch. Und ja, ich unterscheide ein bisschen zwischen Flop und Abbruch und dementsprechend finde ich auch, dass das wirklich so dem entspricht, wie sich das für mich ein bisschen anfühlt. Dank eines sehr langen Hörbuchs von über 30 Stunden habe ich 64 Stunden auch Hörbuch gehört. Natürlich nicht in ganzer Länge, sage ich mal, da ich das ja bei mir die Hörbücher auch einfach in schnellerer Geschwindigkeit von so 1,75 bis 2 gehört werden. Kommt wirklich immer auf das Hörbuch an, werde ich auch öfter mal gefragt. Das entscheide ich wirklich nach Sprecher, nach Geschichte und wie gut ich der Geschichte eben auf der jeweiligen Geschwindigkeit auch folgen kann. Und so kann ich gar nicht pauschal sagen, es ist immer die Hälfte oder es war 1,75 oder 1,85. Ich müsste das wirklich je Buch mir irgendwie notieren, um dann zu sagen, was war die effektive Hörzeit. Aber ich würde sagen, man kann es vielleicht grob halbieren und noch so ein bisschen was draufrechnen, aber im Groben waren die Hörbücher zumindest 64 Stunden lang. Letztes Mal gab es ja schon den ersten Teil mit den ersten 6 Büchern. Das Video verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und jetzt kommen die letzten 6 Bücher des Monats. Diese verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da notiere ich auch ein bisschen, was war ein Rezensionsexemplar. Und vermerke natürlich auch, dass ihr euch die Bücher ein bisschen näher ansehen könnt, wenn ihr das möchtet. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den letzten 6 Büchern, den zweiten 6 Büchern im Februar. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Buch Nummer 8 ist dann Das letzte Nashorn von Lawrence Anthony. Das ist mein zweites Buch des Autoren. Er ist ja auch bekannt gewesen als der Elefantenflüsterer und ich hatte im Januar ja das Buch von seiner Frau gelesen, was sie nach seinem Tod geschrieben hatte. Das waren die Elefanten in meiner Küche und ich dachte, jetzt habe ich das Buch schon ein ganzes Weilchen auf dem Sub. Und jetzt wurde es einfach Zeit, dass ich es befreie. Das Buch ist ursprünglich, glaube ich, 2010 erschienen. 2012 ist Lawrence Anthony bereits verstorben. Und bekannt wurde er vor über 20 Jahren, als er den Zoo von Bagdad bei der Bombardierung geschützt hat und auch die überlebenden Tiere gerettet hat und zum Teil eben auch mit in sein Reservat in Südafrika gebracht hat. Ich glaube, da ist er mir auch so das erste Mal ja so in dieser Tierschutzbubble aufgefallen und deswegen fand ich dann auch das Buch über die Elefanten und jetzt hier auch über die Nashörner einfach spannend und wollte mich da ein bisschen einlesen. Ja, in dieser Geschichte sind wir mit Anthony wieder im Tula Tula Reservat unterwegs und treffen dort natürlich auch auf alte Bekannte, wie seine Frau oder auch die Elefanten und die Angestellten, also die Arbeiter vor Ort. So manchen Namen, habe ich mich dann doch wieder dran erinnert, weil natürlich auch seine Frau dann davon berichtet hatte. Er erfährt, dass nur noch wenige nördliche Breitmaul-Nashörner in freier Wildbahn leben und möchte diese Tiere eben vor dem Aussterben retten. Die Nachfrage nach den Hörnern ist natürlich relativ hoch, auch heute noch, war auch gefühlt vor 20 Jahren nicht anders und hier ist eben auch so die Spitze der Nachfrage erreicht und der Bedarf ist so hoch wie nie und es bedarf eben doch sehr, sehr viel Mut, sich dem entgegenzustellen, nicht nur gegen die Wilderer, sondern auch was die Regierung angeht. Wir sind hier in Bereichen unterwegs, wo natürlich auch die Regierungen nicht die Tier- und Menschen
freundlichsten sind und er hier eben ja unter Einsatz seines Lebens und auch derer, die ihm unterstützen, seines Lebens wirklich unterwegs sind, um diese Tiere zu retten. Er stellt sich hier in dieser Geschichte, in dieser Erzählung eben nicht nur den Wilderern entgegen, sondern tatsächlich auch den Rebellengruppen und einer sehr, sehr sturen Regierung. Und das möchte ich jetzt mal so nett formulieren, weil das eben doch sehr heikel war, was er hier gemacht hat. Und dazu kommt neben all dem Menschlichen eben auch noch eine Dürre, die nicht nur die Tiere entkräftet, sondern auch die Menschen und die Natur. Und das ist natürlich was, wogegen man nur bedingt irgendwie ankämpfen kann. Ich finde es immer schwierig, über Menschen Geschichten, die wahr sind, zu urteilen, möchte aber hier wirklich sagen, dass ich den Mut von Lawrence Anthony wirklich sehr beeindruckend finde. Ich finde den Mann, seine Geschichte, was er tat, wenn man sich dann auch mal im Internet noch ein bisschen umsieht, danach recherchiert, ich finde es großartig, was er für die Tiere, für dieses Land, für sein Reservat geleistet hat und bin wirklich beeindruckt. Also es gibt kein anderes Wort, was er hier innen beschreibt, was er getan hat, was er gemacht hat, wie er versucht hat, Dinge zu lösen, ohne auf Kosten eben einfach von Menschen, Tieren, der Natur. Ach, das fand ich toll. Also es ist wirklich beeindruckend. Es hat mich wirklich tief auch bewegt, wie er sich, egal ob es die Rebellen waren, der Regierung, anderen Menschen, den Wilderern entgegenstellt und hier uns einfach mitnimmt und sagt, wie können wir die Welt, wie sie jetzt ist, eben einfach retten und schützen und wie er eben auch seinen Fokus auf die Wildtiere legt und einfach versuchte, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich fand die Erzählung, ich fand sie sehr berührend, ich fand sie sehr gut erzählt, ich fand sie war an den richtigen Stellen tiefgreifend, tiefgründig, an anderen Stellen auch mal so ein bisschen auflockernd, humorvoll, wäre mir jetzt fast zu viel. Ich fand es toll, wie er uns die Natur wieder näher gebracht hat, wie er das geschildert hat, egal ob es einfach ja im Grunde sein Reservat war, alles drumherum war, wie es das Leben der Tiere ist, was Nashörner so besonders macht, wie er das ja auch schon bei seinen Elefanten gemacht hat. Ich mag es einfach hier so in diese Themen einzutauchen. Wir erfahren sehr viel zum Krieg im Kongo, was mir tatsächlich alles gar nicht so klar war und man wahrscheinlich auch sagen muss, dass uns in Deutschland dazu auch einfach so ein bisschen die Berichterstattung fehlte, weil wir natürlich da einfach nicht so den Fokus drauf legen. Und ich fand es sehr interessant zu lesen, dass er hier sogar Vermittler war zwischen den Parteien und das wirklich wohl auch gut gemacht hat. Dieses ganze Safari-Gefühl kommt natürlich auch so ein bisschen dazu, was einfach auch so ein bisschen spannende Geschichtsstunden sind, was man wie, wann, wo sieht, Fährten und so weiter, fand ich sehr spannend. Es gab leider einige Wiederholungen zum Elefantenflüsterer, was ich persönlich nicht gebraucht hätte, auch wenn der Elefantenflüsterer schon 2-3 Jahre zurückliegt. Aber natürlich erzählt er viel über sein Reservat, über die Entstehung, über die Elefanten. Und ich glaube, um ihn als Mensch vielleicht da auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, macht es Sinn. Ich hätte es aber tatsächlich nicht gebraucht. Und ich fand auch ein bisschen kritisch so die Frage, ob man den Artenschutz tatsächlich vor den Menschenschutz stellt. Weil das ist, glaube ich, schon eine schwere Entscheidung. Es sind ja auch immer diese Themen, die bei mir so persönlich sind. Wenn es um den Tierschutz geht, geht das vor den Umweltschutz. Ja, gibt so ein paar Themen, wo ich selbst auch immer mal wieder mit mir überlege. Und auch das war bestimmt für ihn keine leichte Entscheidung zu sagen, ich stelle jetzt die Nashörner an erster Stelle und von mir aus sollen sich so manche Rebellengruppen die Köpfe einschlagen. Also so hat er es nicht gedacht, aber das ist am Ende manchmal die Konsequenz von Taten. Ich fand es gut, ich fand es sehr lehrreich, ich fand es einfach beeindruckend und ich wünschte mir viel, viel, viel mehr Menschen, die tatsächlich so für Tiere einstehen, wie es Lawrence Anthony gemacht hat. Und ich glaube, von seiner Frau gibt es noch ein zweites Buch, da werde ich einfach mal gucken, ob mich das anspricht, weil ich einfach das Ganze um dieses Tula-Reservat super spannend und schön zu lesen finde und hier auch wirklich gut unterhalten wurde. Es sind auch ein paar Bilder im Mittelteil zu sehen, die ich auch ganz gelungen fand. Und einfach leider ein Mann, der auch einfach viel zu früh von uns gegangen ist, der sich sonst, glaube ich, noch sehr auch für die Tiere heute einsetzen würde. Nicht nur in seinem Reservat, sondern wahrscheinlich in ganz Afrika und vielleicht tatsächlich jetzt mit Social Media auch eine größere Stimme bekommen hätte, wenn er eben nicht schon vor 12 Jahren verstorben wäre.
Das nächste Hörbuch ist dann Magic Blaze von Helen Harper. Ist tatsächlich schon der fünfte Teil der Firebrand-Reihe, über die ich zufällig bei BookBeat gestolpert bin. Die Reihe begann 2022 und jetzt haben wir den fünften Teil und es scheint auch so der letzte Teil zu sein. Das Hörbuch wird gesprochen von Mary Lou Pullman, der ich super gern, oder Pullman, also ich würde sie jetzt Pullman betiteln. Ich lausche ihr super gerne und habe auch diesen fünften Teil wieder gerne gelauscht. Ja, wir begleiten auch im fünften Teil Emma Bellamy, die zu Beginn der Reihe ja eine junge, sehr erfolgreiche Polizistin ist, die im Supernatural Squad dann aufgenommen wurde, denn wir sind hier in einer Welt, wo es eben all die mysteriösen Lebewesen wie Vampire, Werwölfe, Ghule und so weiter gibt. Und der Polizist in seiner Ausbildung muss dann eben auch in den Supernatural Squad und dahin begleiten wir eben Emma. Und ja, jetzt sind wir so in der fünften Geschichte dabei, auch wieder mit den übernatürlichen Bewohnern. Und man merkt recht schnell, man sollte sich diese nicht zum Feinde machen, sondern tatsächlich eher Freundschaften im Grunde beginnen und führen und Verbündete suchen, die einen dann eben bei dem ein oder anderen Fall auch unterstützen. Wir haben hier ja so ein bisschen Urban Fantasy mit so ein bisschen dem Krimi-Fall, den wir lösen und das eben so ein bisschen gemischt auch in dieser cozy Stimmung. Im fünften Band selbst steht jetzt eben das Gipfeltreffen an der magischen Wesen. Es ist kurz bevor, dass sich eben Vampire, Werwölfe, Kobolde, Druiden und ganz andere Wesen zusammenfinden, um eben über das Zusammenleben mit der menschlichen Bevölkerung sich zu beraten. Und es gibt dann natürlich auch ein paar Proteste von allen Seiten und auch einen mysteriösen Mord. Und ja, der soll jetzt eben dann auch von Emma gelöst werden. So viel mehr möchte ich zu dem fünften Teil gar nicht sagen, auch welche Nebencharaktere vielleicht noch irgendwie wichtig sind, weil ich glaube, das würde einfach die vorhergehenden Bände auch irgendwie spoilern. Ich muss ehrlich sagen, ich war nach dem fünften Band ein bisschen enttäuscht. Nicht, dass das Buch jetzt irgendwie ein Flop oder so war, das nicht, aber es wirkte ein wenig uninspiriert. Es wirkte auch nicht so humorvoll und das habe ich, glaube ich, auch schon im vierten Teil ein bisschen kritisiert, weil der ist gefühlt gar nicht mehr so vorhanden und es plätschert so gefühlt nur noch vor sich hin. Ich mag den Stil von Helen Harper sehr gerne, ich mochte auch die Hexfiles von ihr super gerne. Aber hier im fünften Teil kam irgendwie kaum Spannung auf und es wirkte auch irgendwie so wiederholend und langweilig und es ist hier nichts anderes eingefallen und auch der Mordfall wird wieder ähnlich irgendwie untersucht und überwacht und geprüft und ja, vielleicht sind fünf Bände einfach auch zu viel für so eine Protagonistin, vielleicht trägt sie das auch einfach nicht. Aber ich fand es tatsächlich schade, weil ich denke schon, dass man was draus hätte machen können und es gibt auch gefühlt halt nicht so viel Neues in der Welt, was dann auch irgendwie in den fünften Bann einfließen könnte. Ja, das fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz fand ich es natürlich toll, hier so diese ganz unterschiedlichen Wesen zu treffen, die wir auch schon in anderen Bänden begleitet haben. Dieses Gipfeltreffen, wofür ich gerne einfach mehr Zeit gehabt hätte. Denn ich hätte gar nicht diesen Mord gebraucht, sondern allein, was dieses Gipfeltreffen für Gefahren und Risiken und Austausch ergibt, das hätte, fand ich, tatsächlich auch eine spannendere Geschichte erzählt, als jetzt eben wieder einen Mordfall irgendwie zu lösen, was ich dann einfach irgendwann auch langweilig fand. Der Humor war gefühlt kaum mehr vorhanden. Also wenn ich da noch an den ersten und zweiten Band denke, wo ich wirklich über den schwarzen, trockenen Humor lachte, das war schon seit dem vierten Band irgendwie am Abklingen und das fand ich tatsächlich sehr schade. Es gab kaum mehr Sarkasmus oder Ironie, was sonst auch einfach Emmas Stärke war, aber das ist da gar nichts zu spüren. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht den Übersetzerwechsel gab, das könnte man sich vielleicht mal angucken, dass jetzt vielleicht dann in den letzten zwei Bänden jemand anders übersetzt hat und nicht so diesen Humor vielleicht irgendwie hat durchscheinen lassen, aber ja. Die Protagonistin Emma mag ich aber nach wie vor ganz gerne und bin ja auch gerne jetzt den fünften Band gefolgt, aber ich fand schon, dass sie so ein bisschen den Biss verloren hatte. Auch die Beziehungen bleiben nach wie vor eher so ein bisschen oberflächlich und hinten raus ein bisschen dünn, was ich auch einfach schade fand. Also schön ist natürlich, dass man Charaktere, eine Welt, irgendwie fünf Bände begleiten kann, aber wenn dann irgendwie nichts Neues, Spannendes passiert, dann sind halt auch fünf Bände tatsächlich zu lang und ja, vielleicht hätte man den einfach ein bisschen anders gestalten sollen müssen. So war es nur ein okayes Buch.
was ich gehört habe, aber ich hatte mir einfach gerade nach den ersten zwei Bänden hin raus ein bisschen mehr erwartet. Aber an und für sich konnte mich, glaube ich, schon ab dem dritten Teil nicht mehr ganz so begeistern. Der schwächste ist für mich jetzt aber tatsächlich der fünfte und wahrscheinlich auch letzte Band. Wir bleiben im Übernatürlichen und ich habe ein E-Book gelesen von Markus Heitz und zwar Vampire City, Schere, Pflock, Vampir. Das sind Kurzgeschichten, die im letzten Jahr herausgegeben wurden mit einem Vorwort von Markus Heitz, der uns eben auch erklärt, warum er dieses Buch als Self-Publisher herausgebracht hat. Und ich muss sagen, für 2,99 das E-Book kann man tatsächlich gar nicht meckern und habe mich darüber sehr gefreut, dass ich dieses Büchlein dank einer lieben Freundin im Grunde entdeckt habe. Ja, wir sind in der Geschichte in Frankfurt unterwegs und treffen dort auf die Vampire Theo und Leonore, die in der Szene-Kneipe arbeiten, mitten in Frankfurt. Eigentlich wären sie soweit auch ganz sicher. Sie wissen auch genau, was Vampire und andere übersinnliche Wesen im Grunde tötet, bis sie auf einmal eine Vampirin unbeabsichtigt mit einer Silberkugel auslöschen, also wirklich final töten. Und sie total darüber überrascht sind, wie das denn passieren konnte. Bisher wussten sie gar nicht, dass sie auch von Silberkugeln umgebracht werden können. Und nun stellt sich natürlich beiden die Frage, was eigentlich alles einen Vampir töten kann, von dem sie eben eigentlich bisher dachten, dass das gar keine Auswirkung auf sie hätte. Und ja, auf was sie jetzt einfach zukünftig auch achten müssen, denn auch sie hängen natürlich an ihrem unsterblichen Leben. Ja, nicht jeder Vampir, lernen wir, hat Angst vor zum Beispiel Kreuze oder gar der Kirche. Das ist natürlich auch einfach davon abhängig, wie religiös, wie gläubig man im vorhergehenden Leben einfach gewesen ist. Ist jetzt nichts ganz Neues. Ich glaube, diese Gespräche oder gab es schon des Öfteren, auch in Vampirromanen, dass man sagt, ja, nicht für jeden ist das Kreuz gruselig, es ist für andere eben irgendwie auch etwas anderes. Und ja, wir begleiten jetzt eben die beiden bei ihrer Recherche und auch bei ihren Experimenten an anderen Vampiren und merken recht schnell, dass die Vampirszene in Frankfurt und drumherum nicht so angetan ist, dass jetzt im Grunde an ihren eigenen Mitgesellen im Grunde experimentiert wird und das eben auch bis zum vollständigen Tod, bis zur Vernichtung. Und ja, das ist natürlich durchaus ein bisschen spannend. Ja, ich muss sagen, ich mag den sehr feinen, schwarzen Humor von Markus Heitz einfach super gerne. Ich mag es, wie er Vampire zeichnet, wie er Spannung aufbaut, wie er das in unsere Welt auch einwebt. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Ich fand die Idee tatsächlich super innovativ und spannend, einfach mal zu sagen, woher wissen wir denn eigentlich, was Vampire oder Werwölfe oder was auch immer tötet? Hat das mal jemand ausprobiert? Woher ranken diese Mythen und Sagen? Und ja, was passiert, wenn dann noch mal etwas Unverhofftes sozusagen geschieht? Also super interessant, super innovativ und ich fand es auch einfach wahnsinnig umgesetzt. Ich fand es spannend, packend. Ich mochte auch einfach, wie uns Markus Heitz Vampire präsentiert. Ich mag einfach diesen schwarzen, trockenen Humor. Ich mag das wahnsinnig gerne, weil ich mir so tatsächlich das Leben als Unsterblicher durchaus vorstellen kann. Dass man eben nicht mehr alles so ernst nimmt, außer eben die eigene Vernichtung. Denn ich glaube, letzten Endes hängt dann doch jeder an seinem Leben. Die Charaktere fand ich ebenfalls toll dargestellt. Auch die Entwicklung gut gezeichnet, nachvollziehbar. Und auch gerade, was so die Recherche angeht, das fand ich großartig gemacht. Also er hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Es ist manchmal schon ein bisschen blutig und vielleicht auch brutal. Aber ich muss sagen, das gehört natürlich zu einem Vampirroman auch dazu. Wir sind hier schließlich nicht bei der seichten Romantasy, wo Vampire dann eben irgendwie aus Blutkonserven trinken, sondern wir sind hier bei echten Vampiren, wo wir natürlich wissen, wo sie ihr Blut hernehmen. Und auch das mit den Experimenten ist natürlich schon grenzwertig, aber es hatte durchaus auch seinen unterhaltsamen Anteil. Ich muss aber sagen, und das ist mein größter Kritikpunkt, weswegen es nicht zu einem Highlight gereicht hat, es ist mit 200 Seiten einfach viel, viel, viel zu kurz. Es war einfach doch ein bisschen knapp für den vielen Inhalt. Wir sind da manchmal schon sehr durchgerast und es wirkte dann auch manchmal sehr gehetzt und auch gerade das Ende kam wahnsinnig voreilig. Also ich hätte mir da einfach vielleicht noch 50, 80 Seiten gewünscht, nur für das Ende. Da rede ich noch nicht mal von der Hetze im Mittelteil. Mir war es tatsächlich zu kurz. Ich glaube, dem Buch hätte eine doppelte Länge
besser getan, weil man dann einfach noch tiefer hätte einsteigen können, nicht nur Dinge angerissen hätte. Und ich halt einfach ein Freund bin, wenn es um die Fantasy geht, da einfach ein bisschen tiefgründiger reinzugehen, länger auch irgendwie was von dieser Welt zu erfahren, auch von den Experimenten, wie sie zurückgehen in die Zeit, da prüfen, wo kommen die Sagen im Grunde her. Und ja, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, aber sonst für zwischendurch 200 Seiten, die spannend, packend, voller, ja, schwarzen Humor sind, wirklich eine Empfehlung. Man muss nur mit der Kürze umzugehen wissen. Ich glaube, wie gesagt, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch ein Highlight für mich gewesen. Aber ja, so war es eben fast ein Highlight, weil es schon wirklich wahnsinnig gute Unterhaltung war und mich Markus Heitz hier wirklich beeindruckt hat, was er auf 200 Seiten erzählen kann. Wenn ich mir auch einfach wünschte, er hätte sich mehr Zeit. Klasse. Ja, aber tolle Vampire. Markus Heitz kann Vampire, er kann diese Düsternis. Und ja, ich bin sehr gespannt, was er da irgendwie als nächstes in diese Richtung herausbringt. Buch Nummer 10 ist dann von Francesc Mirales, Samuel und die Liebe zu den kleinen Dingen. Ich habe das von dem Autoren schon einige Bücher gelesen, besonders wenn es um ja asiatische, buddhistische Lebensweisheiten oder Lebensart ging. Aber auch, ich glaube, schon zwei Romane habe ich von ihm gelesen. Und ja, ich dachte, es wird jetzt einfach Zeit. Das Büchlein ist schon ein Weilchen auf dem Sub und mir war auch so ein bisschen danach in dieser Geschichte, die wirklich dieses sehr schöne Cover hat, so ein bisschen einzutauchen. Ich muss vorneweg sagen, dass mir bisher wirklich auch die Sachbücher von Mirales besser gefallen haben als die Romane. Daher war jetzt die Erwartungshaltung nicht zu groß, aber es wurde definitiv in einigen Teilen erfüllt. Ja, wir treffen auf Samuel, den titelgebenden Helden der Geschichte, der am Neujahrsmorgen aufwacht und überzeugt davon ist, dass auch dieses Jahr nicht sehr viel Außergewöhnliches geschehen wird. Doch es kommt anders, als er eben denkt, denn es besucht ihn ein sehr eigenwilliger Besucher, der ihn in seiner Wohnung in Barcelona antrifft. Das ist der junge Kater Mishima oder die junge Katze Mishima, die eben ja sein Leben verändern wird und von Grund auf auch wirklich alles durcheinander wirbelt. Es wird keine Langeweile mehr für Samuel geben und was das so ein bisschen mit ihm macht, mit Barcelona macht und auch in seinem Leben verändert, das erfahren wir hier in dieser Geschichte. Ich fand die Geschichte wirklich sehr inspirierend. Sie hatte sehr viel Tiefgang und ich mochte auch diese magische Begegnung, die wir eben unter anderem mit der Katze haben, aber das, was eben auch so drumherum ein bisschen passiert. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne. Es war sehr poetisch, dennoch flüssig zu lesen. Es wirkte modern und gleichzeitig hatte es diesen so ein bisschen übersinnlichen Charakter, was ich eine ganz tolle Mischung fand. Ich mochte die Tiefgründigkeit der Geschichte. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, wie wir eben Samuel begleiten mit seinen Gedanken, seinen Erwartungen, seinen Zielen und wie dann eben alles durcheinander gewirbelt wird, denn ja, das, was passiert, während man Pläne macht, ist das Leben und so ein bisschen geht es eben auch Samuel. Es gibt hier sehr viele Gedanken und Impulse zum Thema Leben, Glück, Achtsamkeit und auch das habe ich sehr gerne gelesen, so eingeflossen in diesen Roman, ohne irgendwie belehrend zu wirken, sondern einfach so in den Alltag integriert. Es war nicht sehr spannend, das muss man ganz klar sagen, aber das erwarte ich jetzt in so einer Art Wohlfühl-Lebensgeschichte auch nicht, dass da eine wahnsinnige Spannung dahinter steht. Aber es soll mich natürlich gut unterhalten und auch in der Lesezeit gut begleiten. Wir haben hier sehr spezielle Charaktere, die ich durchaus manchmal auch ein bisschen seltsam fand, aber die natürlich durch diese Schrulligkeit auch so ein bisschen, ja, ganz was Eigensinniges so ein bisschen hatten. Samuel als Protagonist fand ich richtig gut, auch seine Entwicklung, die fand ich wirklich gut gezeichnet, gut dargestellt, nachvollziehbar und ich mochte auch so ein bisschen, wie uns seine Gefühle, seine innere Gedanken und so übermittelt wurden, rübergebracht wurden und ich fand es toll, wie wir hier von Mirales auch einfach mitgenommen wurden. Die Katze fand ich natürlich großartig, aber obwohl sie auch so präsent auf dem Cover ist, kam sie mir fast ein bisschen zu kurz. Also wer hier eine Katzen-Mensch-Geschichte erwartet, der wird ein bisschen enttäuscht sein, denn sie kommt einfach ein bisschen kurz. Aber ich entdeckte mich häufig doch selbst in dieser Geschichte wieder und auch meine Katzen. Also es ist hier schon sehr viel an den Alltag von Katzen-Mensch-Freundschaften so ein bisschen angeknüpft. Also man erkennt so manches
Gedanken und Getue, was man so hat, durchaus wieder, was mir natürlich auch als Katzenfreund große Freude bereitet hat. Jetzt kommen wir zu dem großen Aber. Denn ich sag mal, im ersten Dreiviertel der Geschichte würde ich sagen, oh, es war sehr nah an einem Highlight. Das Ende hat es dann ein bisschen davon weggebracht, denn das ging für mich einfach überhaupt nicht. Diese Wendung kam irgendwie aus dem Nichts, ist überhaupt nicht erklärbar und ich frage mich, warum man bei so einem positiven, optimistischen Buch diesen Weg zurückgewählt hat. Und ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es nicht und ich mag das Ende nicht und es wirkte wahnsinnig einfach, es wirkte seicht und es war für mich einfach eine falsche Entscheidung, wo ich nicht verstanden habe, wann Samuel irgendwann irgendwie dahin gekommen ist, dass er diese Entscheidung so trifft. Für mich nicht nachvollziehbar und auch die Erfahrungen, die er im Grunde vorher gemacht hat, die werden eigentlich einfach nach hinten geworfen. Es ist alles egal, was in dieser Geschichte passiert ist, denn er macht da im Grunde einen Schritt zurück und nicht nach vorn. Erinnerte mich, und jetzt vielleicht so ein leichter Spoiler Richtung Game of Thrones zur Serie, ein bisschen an Jaime Lannister, der einen wahnsinnigen Schritt in der letzten Staffel macht und dann aber wieder zurückgeht und man sich so denkt, warum das Ganze? Und so war es hier leider auch. Also bis zum Ende wirklich, also ja, drei Viertel des Buches, richtig toll, unterhaltsam, nachvollziehbar. Und irgendwann kam dann in Samuel diese Idee, was er da tut. Und es wurde uns aber nicht erzählt, nicht nachvollziehbar. Und das fand ich tatsächlich sehr schade. Aber sonst hat es mir richtig gut gefallen. Aber man sollte, wie gesagt, nicht zu viel von der kleinen Katze vom Cover irgendwie erwarten. Denn die kommt definitiv ein bisschen zu kurz. Buch Nummer 11 ist dann ja im Grunde ein Reisepilgerbericht und zwar mein Schweinehund auf den Jakobsweg mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela von Alexander Altmann. Ein Buch, bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, ich noch nicht so lange auf dem Sub, war mal so ein Notkauf, damit ich irgendwo wahrscheinlich Prozente oder das Porto bekommen hatte, denke ich. Ich weiß auch nicht mehr so genau, aber ja, tut der ganzen Sache ja keinen Abbruch, denn ich mag Geschichten, die sich mit Pilgerreisen beschäftigen und natürlich kennen wir vermutlich alle. Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling und so war ich natürlich ein bisschen inspiriert zu sehen, wie eben jemand den Jakobsweg mit dem Fahrrad abfährt. Ja, soweit ich es recherchiert habe, ist der Autor vorher nicht irgendwie in Erscheinung getreten als Autor, sondern war zwischen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre in der legendären Münchner Disco Sugar Shack, ich habe es mir aufgeschrieben, angestellt und hat dort auch einige Promis und Stars wie Queen, wie David Bowie oder auch ABBA getroffen. Und ja, irgendwann hat er dann aber gesagt, so, jetzt gehe ich mal diesen Jakobsweg und wir haben hier knapp 190 Seiten, die uns hier mitnehmen, was ich auch wirklich für so eine Art Reisebericht absolut von der Anzahl in Ordnung finde. Es gibt natürlich auch einiges an Bildern, was mir richtig gut gefallen hat, also auch wirklich festgehaltene Momente, zu denen er eben vorher was erzählt und uns dann so ein bisschen auch bildhaft mitnimmt. Auch wirklich qualitativ sehr hochwertig im Bruckmann Verlag erschienen. Verlag hat mir vorher nichts gesagt, finde ich aber auf jeden Fall spannend. Und ja, wir haben hier die Geschichte eigentlich des inneren Schweinehundes von Alexander Altmann. Denn der erzählt uns tatsächlich diese Geschichte und erzählt uns, was seinen Herren dazu gebracht hat, diese Reise zu gehen. Warum es das Fahrrad wurde, warum es der Jakobsweg wurde und erzählt uns natürlich auch, wie sich der Herr, also der Autor, dazu motiviert, ihn möglichst zu umgehen, also den inneren Schweinehund. Und ja, wie er als innerer Schweinehund seinen Herrn eben auch immer mal ärgert und piekst und versucht eigentlich einfach da zu bleiben, wo er gerade ist. Und jetzt merkt ihr schon auch an der Art meines Schmunzelns vielleicht, dass ich ein bisschen überrascht war, warum hier der innere Schweinehund der Erzähler ist. Und ich fand es wirklich eine sehr unterhaltsame Pilgerreise. Ich mochte die Idee mit dem Fahrrad, ich mochte auch die Zwiegespräche zwischen dem Herrn und seines inneren Schweinehundes und es gab wirklich auch ein paar Schmunzelmomente. Aber ich muss sagen, so richtig verstehen tue ich es nicht. Also ich fand es ein bisschen schade, dass man so auf dieser Art und Weise irgendwie Komik entstehen lassen wollte. Und ich hätte mir wahrscheinlich so manche Passagen mit dem inneren Schweinehund gut vorstellen können. Aber die ganze Zeit, die Ich-Perspektive des Schweinehundes zu lesen,
Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Also die Ich-Form fand ich gut. Es ist ein Bericht. Finde ich toll, dass wir in den Gedanken, in den Gefühlen und so weiter des Autors dabei sind. Aber der Schweinehund und warum der immer von seinem Herrn spricht und nicht irgendwie vielleicht von seinem Menschen oder warum er den Menschen nicht mit Vornamen anspricht, ich fand es ein bisschen wirklich merkwürdig. Also es sollte wohl durchgängig komisch sein. Für mich hat sich diese Komik irgendwann abgetragen, außer es gab wirklich diese coolen Dialoge, die fand ich tatsächlich ganz lustig. Aber gerade anfangs fand ich es doch ein bisschen störend und weiß nicht, es hat, glaube ich, nicht ganz meinen Humornerv getroffen. Sprachlich ist es sonst aber wirklich sehr gut geschrieben. Es nimmt einen einfach mit in die Gedanken- und Gefühlswelt. Auch einfach so ein paar Schmunzler, was man da so erlebt, wem man begegnet, auch andere Pilger, was der Unterschied vielleicht auch so ein bisschen zwischen dem Laufen und dem Fahrradfahren ist. Aber ich muss ganz klar sagen, an Harpe Kerkeling kommt dieses Buch natürlich nicht ran. Also das, da hat Harpe Kerkeling schon einen sehr viel feineren Blick auf die Menschen, auf sich selbst, reflektiert anders. Aber das ist natürlich auch nicht die Erwartungshaltung hier, das neue Ich bin dann mal weg in den Händen zu halten. Na, das möchte ich auch natürlich mitnehmen. Zudem gibt es hier dann auch noch eine Mitnahme-Checkliste, die ich eigentlich ganz spannend fand. Aber es war mir persönlich einfach viel zu individuell, den Weg, den Alexander Altmann gegangen ist, als dass ich dachte, ja, und jetzt habe ich eine Checkliste, die aber eher zu deiner Reise vielleicht passt, aber nicht zu 95% der anderen Reisen. Ist die Frage, ich weiß gar nicht, die war, glaube ich, hier weiter hinten drin, ist tatsächlich die Frage, ob man das so ein bisschen gebraucht hat. Wo hatte ich die gesehen? Na, oder war die weiter vorne? Bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwo ist die aufgetaucht. Und dann dachte ich, naja, brauche ich davon wirklich am Ende eine Kopie oder so, ne? Also hier so eine Checkliste, so eine Packliste. Er hat hier hinten dann auch seinen Pass mit eingetragen, seinen Pilgerpass. Und ja, von daher, ja, man kann es lesen. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Herangehensweise an den Jakobsweg, ans Pilgern. Gerade das auch einfach mit dem Fahrrad zu machen, kommt ja für einige vielleicht doch eher in Frage, als zu Fuß zu gehen. War schön, hat mich unterhalten, aber an diesen inneren Schweinehund, der uns diese Geschichte erzählt, muss man sich definitiv erstmal gewöhnen. Und Buch Nummer 12, somit das letzte Buch, ist ein absolutes Lese-Lebens-Highlight von Stephen King, was ich in diesem Jahr jetzt gereadet habe, und zwar Der Anschlag. Was soll ich sagen? 32 Stunden David Nathan in Perfektion. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte und ich liebe auch das Hörbuch. Es gab dazu im Jahr 2021 schon mal einen Hörgenuss. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, denn ich werde jetzt hier nicht zu ausführlich über dieses Buch sprechen. Vielleicht doch. Aber wenn ihr wollt, schaut euch gerne mal den Hörgenuss an, denn ich kann alles genauso noch unterschreiben, wie ich es ja im Grunde vor knapp 2,5 Jahren dann auch berichtet habe. Warum kam es zu diesem Reread? Ich saß so auf meiner Couch und dachte so, was möchtest du als nächstes hören? Und ging dann so meinen Sub ein bisschen rum und besonders auch mein Hörbuchsub, der ja gar nicht so groß ist. Und dann bin ich bei Audible immer wieder auf meine Bibliothek gestoßen und dachte, ach, da ist Der Anschlag. Ach ja, ja, du hast ja letztes Jahr keinen King gelesen. Ach, eigentlich ist der schon schön, aber den hast du erst gelesen. Ja, aber eigentlich ist er schön. Und so kam es, als ich den inneren Dialog mit meinem Sub Gewissen geführt habe, dass ja der Sub nicht gewonnen hat, sondern ich zu einem ja wirklichen Lebenshighlight, also eins der Top 3 Bücher von Stephen King, ja gegriffen habe. David Nathan spricht einfach großartig. Es ist ein Buch von über 1000 Seiten, glaube ich, 32 Stunden Sprechzeit und ich habe jede einzelne Minute wirklich genossen. Wir reisen mit Jake Epping in das Jahr 1958. Wir sind, glaube ich, eigentlich 2011. Und es gibt einen Weg hinter einer Bar, die eben in die Vergangenheit führt. Und ja, das Jahr 1958 hält natürlich einiges bereit. Vor allem soll Jake jetzt eigentlich die Zeit nutzen, um das Attentat, den Anschlag auf John F. Kennedy 1963 zu verhindern. Es gibt noch einige Fragen. Wer war es tatsächlich? War der jetzt schuldig gesprochene Lee Harvey Oswald vielleicht tatsächlich eigentlich nur ein Mittelsmann, was auch immer? Und all diese Fragen
soll Jake Epping eben klären, damit es nicht zu diesem Anschlag kommt, der ja für John F. Kennedy tödlich ausgegangen ist. Doch die Vergangenheit will sich gar nicht verändern lassen, denn die ist eigentlich davon überzeugt, dass sie in der Geschichte alles richtig gemacht hat. Und es muss auch immer ein Gleichgewicht geben. Und so muss natürlich Jake erstmal 5 Jahre grob in der Vergangenheit hinter sich bringen, recherchieren, er fängt das Arbeiten an, er trifft Freunde, er trifft eine neue Liebe und versucht da natürlich dann den Einfluss einfach zu nehmen, um dann eben 1963 auch den Anschlag zu verhindern. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man eben zurückkommt in sein Jahr und dann wieder hineintritt, alle Änderungen, die man getan hat, hinfällig sind. Also es gibt einen festen Ist-Zustand sozusagen der Vergangenheit. Und wenn man eben sagt, okay, ich konnte zwar was ändern, aber es lief vielleicht nicht richtig gut, kann man nochmal hineingehen, macht die Änderung, die man gerade getan hat, dann eigentlich wieder rückgängig und könnte sie verbessern, verändern, was auch immer. So reisen wir dann eben in die Vergangenheit, erleben die 50er, 60er Jahre, treffen auf Charaktere aus anderen Büchern von Stephen King und ich bin immer wieder geflasht. Ich bin geflasht von diesen 1000 Seiten, wo gefühlt kein einziges Wort Verschwendung ist. Ich gepackt bin, gebannt bin, begeistert bin und ich liebe diese Zeitreisegeschichte. Also es ist für mich wirklich ein großartiger King, der es bis zum Ende perfekt macht. Wir haben Zeitreise, wir haben tolle Charaktere, wir haben die Begegnungen mit anderen Charakteren, die ich wirklich mehr als großartig eingebaut finde. Ich liebe die Liebesgeschichte, ich liebe die Zwickmühle, zwischen der Jack Epping ist. Immer wieder, wenn es darum geht, wie verändere ich die Zukunft, die Gegenwart, wie gehe ich das an? Kann ich wirklich jemanden aufhalten? Kann ich jemanden töten? Wie verändere ich die Welt mit Kleinigkeiten? Der Schmetterlingseffekt ist hier ein großes Thema. Es ist so viel zwischen den Zeilen an Botschaften versteckt und es gibt eine wunderbare Melancholie und Tiefgründigkeit und ich bin einfach begeistert. Ich bin einfach Fan. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Und ich würde mir vielleicht nochmal eine etwas gelungenere Serie dazu wünschen, als die, die es gibt. Denn die fand ich leider nur so semi. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und auch zum Ende, Stephen King wird ja nachgesagt, dass er nicht immer die besten Enden schreiben kann. Für mich ist dieses Ende perfekt und es liegt wohl daran, dass es einer seiner Söhne mitgeschrieben hat. Also alle Daumen hoch, alles richtig gemacht. Für mich wirklich ein wahnsinniges Highlight und wirklich ein absoluter Lesegenuss für mich. So, und das waren sie jetzt, die 12 Bücher, die letzten 6 Bücher sozusagen des Monats Februar, der wirklich mit einem Highlight geendet hat, wie es sein soll. Und ich wirklich sehr happy bin, dass ich diesen Reread mit David Nathan sozusagen genossen habe und mir gegönnt habe. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was war euer Highlight im Februar? Auf welches Buch habt ihr euch besonders gefreut? Und was habt ihr verschlungen? Was war richtig toll? Oder erzählt auch gerne, wenn irgendwie ein Flop dabei war, warum es vielleicht ein Flop für euch war. Schaut gerne auch den ersten Teil des Videos an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Der Link ist unten in der Infobox, wie auch alle Bücher verlinkt sind dieses Videos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.